Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 4. Ich habe mal wieder mit meinem Aufnahmesetup ein bisschen rumexperimentiert. Mal schauen, wie das diesmal klingt. Aber ja, mal wird sehen. Gut. Ein paar Sachen einstellen. So, jetzt ist es. Na, fast perfekt. Gut. Ich weiß gar nicht mal mehr, wo wir waren. Oh. Oh. Wait. Fick dich. Die wurde aufgeschlossen. Grausam. Ach, ich glaube, ich weiß, was hier jetzt kommt. Das gefällt mir gar nicht. Erste Hilfe, Spray, Munition, alles da. Okay, wie schauen wir denn hier aus? 5 Schuss, das ist nicht besonders viel. Komm, wir nehmen hier. Da haben wir haben generell fast keine Munition mehr. Ah, wird sicher schief gehen. I know it. Denn ich weiß, was jetzt kommt. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Mann, schreck mich nicht so. Ja, ich hab schon mitbekommen. Ich treffe nicht, das ist zu viel Stress. Weg mit euch. Ich brauche Munition, kein Geld. Wenigstens sterben die relativ schnell. Natürlich, die Zahl nicht runter. Yippie, bist du Munition. Und jetzt auch noch so einer. viel zu viel Stress. Was ist das? Ja, die Dinge da kontrollieren. Ja, na genau. Machen wir noch so einen. Oh, Alter. Verschwende einfach so meine Munition, meine wertvolle. Jetzt kommt überhaupt der Geist, der von allen. Yeah. Okay. Das war super mühsam, das zu machen. Ich kann mich erinnern. Aber wir werden es schaffen. Ja, leck mich doch. Ich brauche Medizin. Leck mich. Nein, 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 nein. Ich muss runter, ich muss runter, ich muss runter. Ich muss mich beeilen. Das war nicht ganz das, was ich wollte. Ja.
Also ich bin eh schon da. Schrei nicht rum, Mädel. Wieder keine Munition. Ich brauche Munition. Der Teil zieht sich halt auch so elendig lang. Wo sind die Nächsten? Eieieiei. Ich hab keine Munition mehr für das Ding. What the? Mach schnell, oder? Jetzt stirbt doch schon. Alter, zu viel Stress. Wir haben es geschafft. Wow. Eieieiei. Das haben wir gut gemacht, irgendwie. Toll, die Items kriege ich natürlich nicht, eh klar. Warum auch? Könnte ich ja nur brauchen. Ja, hier genau umschauen. Hier gibt es überall versteckte kleine Dinge. Und wir brauchen sie alle. Geht die Munition aus? Das ist nicht gut. Da können wir ja sonst weg. Ich würde jetzt mal speichern, bevor ich da Pech habe. Ich hoffe, die Aufnahme ist auch gut oder vielleicht sogar besser als die vorherige. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es einfach mal. Das Bild hier irgendwie? Irgendwas? Was steht hier? Kann man nicht lesen. Sehr gut. Welcome. Ja, welcome. Got a selection of what are you selling? Schauen wir mal, was wir verkaufen können. Wir haben genau nichts, was wir verkaufen können. Aber wir haben 143.000. What are you buying? Ich hab so viel Zeug, da muss doch irgendwas möglich sein. Ja, erst die Hübschung. What are you buying? Come back anytime. Hätten wir es auch erledigt. Ach du Heilige. Feel them growing ever so strongly inside you. Sadler! Perhaps you can resist, but you cannot disobey. Kann ich wohl. Now, come to me, Ashley. Nicht schon wieder. Wir haben es doch gerade gerettet. Bitte. Ja, super. Selbsthaftende Peilsender. James Bond hätte sich besser können. It's already begun. Ja. Toll. Ich habe gerade wozu gibt es da überhaupt eine Speicherstelle, wenn man eh direkt am Ende des Kapitels ist? Ich verstehe das nicht. Wozu konnte ich hier speichern, wenn ich 2 Minuten später, ohne dass dazwischen ein Kampf kommt, eh nochmal speichern kann? Versteht das irgendwer? Ich verstehe es nicht. Sehr seltsam. 7 Stunden 43 Minuten. Yay.
Ja, ich muss dem halt nachlaufen. Das war mir irgendwie schon bewusst, dass das die Lösung des Rätsels ist. Nicht irgendwas. Irgendwo gibt's hier noch was, ich weiß das. Unser Plan. Wegen des Amerikaners haben wir Mendez und Ramon verloren. Wir werden unseren Plan dennoch vollenden. Ich muss jedoch zugeben, dass der Verlust meiner Männer zu Problemen führt. Aber damit muss ich klarkommen. Sie sind nicht leicht zu ersetzen. Ich muss weise wählen, denn die Plagers spiegeln das Gewissen ihres Wirts wider. Wenn ich falsch wähle, werde ich hintergangen. Ich brauche Männer, die mir Treue schwören. Durch Seras Verrat habe ich meine Lektion gelernt. Diesen Fehler mache ich nicht noch einmal. Ich kann und will nichts und niemanden meine Pläne durchkreuzen lassen. Das hat er aber schön gesagt. Irgendwo hier war was. Hier war doch irgendwo irgendwas. Ich bin mir doch sicher. Vielleicht irre ich mich. Toll, ich habe keine Munition. Was? Ladevorgang? What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Na lieb, die verstehen sich ganz gut. Ich mag euch nicht, das ist so böse. Nein. Okay, spielen wir halt mit der Schrotflinte. Was anderes haben wir halt nicht. Er schießt 20 Mal mit der Schrotflinte auf den Typen und das ist ihm wurscht. Was will er? Macht das Sinn, dass ich hier oben herumrenne? Ist hier irgendwas? Yay! Yeah. Ganze 10 Schuss bist du umgezogen. Was willst du mit deiner Axt dafür? Ja, genau. Ja, lass jetzt auf. Komm. Ja, genau. Ja, leg mich doch. Ja, und dann treffe ich auch noch. Da. Toll, jetzt darf ich noch. Mir fehlt's an allem. Mir fehlt es an allem. Und man kriegt auch nichts nach. Ein Traum. Wo auch immer ich hinkomme. Schauen wir mal. Aha. Soll ich hier sein? Ein Aufzug. Ich wette, er hat keinen Strom. Na, oh, er hat sogar Strom. What the fuck? Wo komme ich denn da hin? Oh nein. Ich weiß genau, was jetzt kommt. LT, RT, Left Bouncer, Right Bouncer, AX. Oh Gott, oh Gott. Das wird so furchtbar in die Hosen gehen. Das werden wir jetzt sehr oft machen. Ganz, ganz oft. Ich sage, das werden wir jetzt ganz oft machen. Ganz, ganz oft. Die Stelle ist einfach so übel. Ich hasse Quicktime-Events. Aber okay,
vergessen zu sterben. Haha. Bin der ausgewichen. Das ist nur ein Kratzer. Been a long time, comrade. Krauser. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? The sample Sadler developed, that's all. Whoa. Leave Ashley out of this! Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. Gott, oh Gott, oh Gott, ich will es schaffen. You got her involved just for that? Okay. Komm schon. Lass es mich schaffen. All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade. Ja, genau. Wechsel die Tasten. Ernsthaft? Ernsthaft? Ach ja, da war ja dieses Ding, dass das nicht richtig funktioniert bei den Tasten. Ich kann mich erinnern. Mhm. Das, wo ich auch immer abgestürzt bin, wenn ich mich irgendwo festhalten musste. Ganz toll. Jetzt kommt der Scheiß schon wieder. You got her involved just for that? Gott. Komm, jetzt schaffen wir es aber, oder? All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Ja, ja, ja. Talk. Mach weiter. Die, comrade. Welche Taste? Gott sei Dank! Fuck! Yes! Yes. Ada! Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. Ja, natürlich, super Jump. Mhm. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? Ah, sehr schön einstudiert. You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Whee! Und tot. Enjoy the reunion with your old friend. As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh, Enjoy the fun. Wo hat der meine Nummer? Geht gar nicht. So, schauen wir mal, dass wir da jetzt ein bisschen in der Folge ein bisschen flotter vorankommen. Das Spiel zieht sich jetzt doch schon ziemlich lang. Ich meine, 8 Stunden schon für das Spiel? Nee, das Spiel dauert keine 8 Stunden. Ach ja, jetzt kommt. Ich weiß nicht, wer sich das in diesem Spiel überlegt hat, aber aus irgendeinem Grund haben sie an Quicktime-Events einfach einen Langfristen. Und an hässlichen Texturen. Oh Gott.
Hoppla. Ich hab den Balken unten vergessen. Ja, danke. Ich mach's gerne nochmal. Ja, ausprobier einfach durchrennen. Nein, geht nicht. Wie habe ich denn das früher gemacht? Wie ist denn das gegangen? Ich bin da früher urschnell durchgekommen. Das muss ich irgendwie mitgegeben haben. Ja, und durch. Okay. Ja, genau. Da hat wer den Resident Evil Film zu oft gesehen. Yippie. Wird aufgeschlossen. Es ist so schön. Yes! Natürlich. Sie wurde aufgeschlossen. Ah, hier, jetzt. Nehmen. Smaragd. Natürlich Freizeichen. Ja, ja, wir sind Boss. Natürlich. Ich habe natürlich, ja, wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Das will ich nicht Ausruhen nennen, das will ich was auch immer nennen. Es ist komisch. Aber es hilft, dass man dieses Ding da oben sieht. Ja, es hilft eh nichts. Elegante Kopfbedeckung. Was auch immer ich hier drücke, damit der Aufzug runterfährt. Ich habe keine Ahnung. Hier ist kein Steuerpult. Oh Gott. Ich muss zugeben, ich habe diesen Teil dieses Spiels verdrängt, aber ich glaube, ich weiß, wo wir es... Oh ja. Oh ja. Ich erinnere mich. Jetzt sind die Erinnerungen wieder da. Ich weiß, was kommt. Es ist nicht gut. Aber... Nachdem ich jetzt... Ja, gut, das machen wir. Luis Notiz Nummer 4. Hier verzeichne ich, was ich über die Plagers herausgefunden habe. Sie haben drei Eigenschaften. Erstens. Wie erwähnt, können die Plagers die Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern. Zweitens, sie sind gesellige Organismen. Damit meine ich, dass sie nicht alleine, sondern in Gruppen leben. Man nimmt an, dass sie über kollektive Intelligenz verfügen. Dieses Verhalten findet sich bei einigen Insekten wie Bienen und Ameisen. Für Parasiten ist es jedoch sehr ungewöhnlich. Vielleicht ist es eine erlernte Verhaltensweise. Ich finde heraus, ob das mit ihrer ersten Eigenschaft zusammenhängt. Drittens, die Plagers sind anpassungsfähig. Sie können eine symbiotische Umgebung entwickeln und von vielen Wirten leben. Diese Fähigkeit und ihr Gruppenverhalten ermöglichen es ihnen, unabhängig vom Organismus zwischen Wirten interagieren zu können. Ich muss gestehen, dass ich von dem Plager so fasziniert war, dass ich die wahren Gründe für die Forschung der Los Illuminados nicht bemerkt habe. Obwohl ich wusste, dass Sadler die Ergebnisse missbrauchen würde, musste ich einfach weiterforschen. Daher bin ich ebenso verantwortlich für dieses Chaos wie er. Kann ich alleine ihre Pläne vereiteln? Offensichtlich nicht. Sag ich mal so. Ja, wir nehmen da noch alles mit, was rumkreucht und verleucht. Ja, viel war es eh nicht. Und jetzt speichern wir und ja. Yippie! Gut, und weiter geht es in der nächsten Folge, nächste Woche, selbe Uhrzeit. Bis dahin, ciao, ciao.